Ja, hallo. Hallo, meine Lieben. Willkommen. Was für eine Anmoderation, oder? Einen wunderschönen guten Tagchen. Ja, wir starten mit Köln. Sie sind Tabellenletzter. Da denkt man direkt zu Beginn, schafft man locker. So, Remy, 4 bis 10 Tage verletzt. Ach, schwer ist es nicht, Bübchen. Du hast eine Mannschaft, wie gesagt. Und dann spielst du einfach gegen andere Teams. Ganz einfach. Du kaufst Spieler, verkaufst Spieler, verwaltest Finanzen. Simon Kuth links außen geht. Oh, ne, du gehst ins Zentrum. Thiem ist dafür links außen. Ist halt ganz normales Leben. Eines Managers. So, Lucio. Zack. Aufstellung steht. Und let's go. Ja, ich kann kaufen und verkaufen, wenn ich möchte. Ja, wenn wir genug Geld hätten, dann ja. Couchy, oh. Schön, dich mal wiederzusehen. Hallöchen, was geht? Hast du das gesehen? Ich habe dich zum VIP gemacht. Na, der dürfte bei mir schon ein bisschen zu alt sein, wenn überhaupt der noch spielt, weil wir sind in der 10. Saison, also ist er hier 10 Jahre älter. Und für mich sowieso zu teuer. Ach, auch nichts. Und habt ihr heute noch gezockt oder kam es nicht dazu? Überlegen nach 6 Minuten. Mann, Mann, Mann. Kam nicht dazu. Wo wolltet ihr eigentlich zocken? Also in welcher Nation? Prellung bei Ilias. Nee, komm. Kann spielen. Haben sie das ja auch fast wieder da. Natürlich komplett ohne Spielpraxis, aber da kriegen wir hin. Zur Pause kann Ilias dann raus. Ja, schlecht. So, was stand da nochmal? Dann bin ich noch da. Ja, klar, Couch. Ich finde, der ist super. Ein guter Spieler. Oh, Eduardo verletzt. Das ist blöd. Niederlande oder Schweden, okay. Und ja, klar, stimmt, Mika, wenn. Du wohnst ja ein bisschen weiter weg, wenn du schon da bist. Kann man sich das mal gönnen, absolut. Und Glückwunsch, dass du überhaupt eine Karte bekommen hast, ne? Ist ja auch so eine Sache. Okay, dann kommt. Ne, Ilias ist komplett fit, der kann spielen. Zack. Ne, Halbzeit Simon Kroth ist in Ordnung. Konnte wieder ein bisschen Spielpraxis sammeln. Okay, jetzt musst du raus. Keine Ahnung, Couchy. Vielleicht war das ja früher wirklich nicht oder es war eher unbekannt, vor allen Dingen bei Jugendspielern. Haben die eventuell nicht immer alle 100% die richtigen Daten. Das ist gelb-rot. Jetzt müssen wir noch mehr Druck ausüben. Aber wir stehen schon hoch, stimmt. Schnell fortsetzen, noch vertikaler und ganz so geordnet muss es nicht sein. Aber Couchy, wenn du Bock hast, beim neuen FM. Würde ich halt gerne so mit 2, 3, 4 Leuten immer mal, wenn wir gerade Bock haben, in Polen zocken. Jetzt ohne feste Tage einfach, jetzt wie gesagt, nur mit maximal 3, 4 Leuten. Und immer vielleicht einmal die Woche oder hin und wieder einfach mal so ein bisschen ein Safe haben. Wäre dabei, ja, perfekt. Jetzt ohne Regelwerk oder sonst was, auch jetzt ohne zu streamen
Ich würde es einfach so ein bisschen nebenher. Eins null. War simpel. Der King Cold wäre auch dabei. Wer weiß, vielleicht Amika oder jemand anderes. Noch, dann wären wir ja so 3-4 Leute. Das sollte reichen. Hab auf jeden Fall Bock. Moriba 2-0. Ich sag, ich hab Lust, in Polen so einen 2-3-Kampf vielleicht mit ein paar Leuten verloren. Und halt auch international die Nation weiter nach oben zu führen. Macht das halt immer so viel Spaß. Dazu kenne ich natürlich auch die Spieler. Ich selber bin BVB. Ich bin Dortmund. Oder was meinst du? Bübchen. Ich bin auch Mitglied Mika, aber auch häufig, als ich das versucht habe früher, habe ich trotzdem keine Karte bekommen. Ich habe angerufen, kam nicht durch, weil die Leitungen belegt waren, weil zu viele angerufen haben. Und dann war eine Karte einfach verkauft. So, ganz klar, Bayern, klar. Kennst du ja maximal 6 Mannschaften? Ja gut, ich kenne ja natürlich alle, auch die Spieler kenne ich ja auch schon. Aber ich denke, das ist jetzt eher ein minimaler Vorteil jetzt bei Leuten, die sich wirklich gut auskennen mit dem Football Manager. Guten, guten, Schotti, guten. Ja, jetzt weiß Mika, nur 2 Gegner. Ja klar, Mika, wer Lust hat. Wie gesagt, jetzt ohne festen Terminplan. Wenn jemand mal nicht kann, dann machen wir ein paar Tage später. Wir zocken so lange, wie wir wollen, wann wir wollen. Und ich denke jetzt, Mika, Couchy, King, ich wären schon eine gute Kombination, nur Leute, die Bock haben. Und nur so ein kleinen Schotti, so ein Multiplayer-Safe zwischen 3-4 Leuten. So. Nichts Großartiges. Ohne zu streamen, einfach so privat. Was man da so zocken könnte in Polen. In der polnischen Liga. So, Kamavinga verletzt. 3 bis 4 Wochen. Supi. 1 bis 3 Tage. Wir haben zu viele Verletzungen, wie ich finde. Also zu viele etwas langwierige Verletzungen. Okay, Abdul will nicht verstehen, dass er gut gespielt hat. Finde ich auch immer geil, wenn man Leute lobt und die sagen, lass mich in Ruhe sozusagen. Die vertragen kein Lob. Schreibst du eine 1 in der Arbeit, in der Klausur, in der Schule. Der Lehrer lobt dich und du so, lassen Sie mich in Ruhe, was loben Sie mich? Was? Ist das Ihr Ernst? Hier bei dem Verein 690 Millionen. Und Bradley Fink, muss man gucken. Schau ich gleich mal. Schau ich mal. Bradley Fink, den habe ich glaube ich relativ früh verkauft. Oder habe ich ihn ausgeliehen? Ein paar Jahre und dann erst verkauft. Ne, direkt verkauft. In Aue. Hat sich nicht ganz so gut entwickelt. Klar, der hatte, finde ich, schon ganz gute Grundlagen. Aber habe ihn relativ früh verkauft. Ich glaube, im letzten FM habe ich versucht, ihn ein paar Jahre lang auszuleihen, zu gucken, ob der sich entwickelt. Aber da wurde der jetzt auch nicht unbedingt ganz so super. Wieder vor dem Training. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es traurig ist. Also höchstens für Barcelona traurig, aber dass sie kein Geld bekommen haben. Ja, stimmt. Fink knipst ganz gut in der Jugend, ja. Und vor allen Dingen auch Samuel Bamba in der Jugend, der macht es auch richtig gut. Als Flügelflitzer.
Der war eher immer unauffällig, jetzt auch was die Scorer-Punkte angeht, aber mittlerweile sah das schon ganz gut aus. Okay, ich wollte Hamza reintun, aber eventuell nicht gegen Manu. Yusuf? Ja, Biebchen, Barcelona konnte halt nicht mehr den Vertrag verlängern. In der spanischen Liga gibt es da strenge Auflagen. Was ich auch nicht wusste. Aber es war halt nicht möglich, dass er bleibt. Er wollte auf 50% seines Gehalts verzichten, aber das konnte sich auch Barca nicht leisten. Und man kann in Spanien nicht bei seinem neuen Vertrag weniger als die Hälfte verdienen. Auch gibt es. Gibt es. Es gibt da Nationen, die sind ein bisschen strenger, was das angeht, und ein paar, die sind etwas lockerer. Spanien versucht da schon. Der Samuel Bamba war letztes Jahr eher unauffällig, was die Scorerpunkte angeht. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ich glaube in den Ligapokalspielen 3 Partien, 2 Tore, 8 Vorlagen, da sieht schon nicht schlecht aus. So, Hamza. Ah ja, Eduardo muss noch raus, genau. Ich wusste, ich vergesse hier irgendwas. Mendes. Ja. Paris hat halt einen katarischen Scheich. Die haben halt das Geld. Ob alles da immer so mit rechten Dingen zugeht. Naja. Ja, gut, letztes Jahr meine ich nicht. Ich meine, wahrscheinlich das Jahr davor. Ja, aber freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass der sich so gut entwickelt. So. Ich bin auch sehr gespannt auf Julian Reikhof. Was der so machen wird. Also mein Herzensverein ist jetzt nur der BVB. Ich habe da noch andere Sympathien für meinen Heimatverein, wo ich lebe, den Wuppertaler SV. Und halt in Polen Lech Posen, also Lech Poznan. Das sind eher so Sympathien. Man ist da Fan, aber es ist halt nicht dasselbe wie beim BVB. Man sagt ja immer, es gibt nur einen Herzensverein. Macht ja immer gerne das Beispiel. Man kann nur eine Frau lieben. Nicht 2 oder 3. Gut, einige wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Kein Abseits. Ja, der Pai ist schon länger gut, auch in Lyon. Ja, Schotti. Hab ich gesehen, ging in Führung, ne? Ein Ausgleich geschossen, glaube ich. Karlsruhe ist schon eine gute Mannschaft, aber mit der roten Karte war es wohl nicht ganz so einfach. Aber ich sag ja, die Saison ist jung. Schalke hat sich trotzdem gefangen, finde ich, eher wenn man die ersten Spiele anguckt. Die zweite Liga ist eng. Man sieht bei Bremen, bei Hamburg, es ist nicht ganz so einfach. Oh, Mann. Okay. Ein Tor, was nicht gezählt hat, okay. Pauli wird Erster. Ich wünsche mir halt, dass Schalke, Hamburg und Bremen aufsteigen. Wenn nicht, dann wären so die nächsten beiden Clubs, wo ich mir das wünsche, St. Pauli und oder Düsseldorf. Thomas. Gute Flanke. Ach, Mann. So, nächste Woche bin ich wieder hier meine Matte mal wegrasieren lassen. Ein bisschen zu lang geworden. Ach, Sagre, Linksverteidiger. War ja mal bei uns. Da glaube ich bei diesem Save, ne? Kein 8:2. 8:2 gegen wen war das? Regensburg glaube ich nicht. Klar, die haben da ganz gute Spieler.
Aber ich denke nicht, dass es jetzt für die ganze Saison reichen wird. Ah, Barca gegen Bayern. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, klar. Meine ich natürlich immer für die deutschen Clubs. Ich zumindest. International. Ja, selbst für RB Leipzig. Komm schon, gib den Elfer. Sehr gut. Erling, bitte mach ihn rein, komm. Hör auf, die schlechte Elferquote zu haben. Perfekt. Corona-Kälte, okay. Aber ist ja in der zweiten Liga, ne? Aber solltest du aufsteigen, ist einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. Denn gerade in der zweiten Liga auch Erster. Gut dabei. Ich nehme wahrscheinlich wieder Lech Posen oder auch aus der zweiten Liga Vizev Uhuz, die ich auch schon mal genommen habe, privat. Aber ich guck mal, ist noch lange hin, bis da. So, das sind mir wieder zu viele gelbe Karten, ne? Aus Österreich. Kann man so sehen. Komm, einer geht raus. Ja, Themis muss auch raus, ne? Komm. Jesus Ross. Geiler Start. Geiler Start. Ihr seht ja, die Gruppenphase ist schon knackig. Und das Gute, einer von diesen Top-Teams, also entweder Inter oder ManU, werden ausscheiden. Oder eventuell ich. Hansen gut aufgepasst. Wenn es kein Ballverlust ist, könnte es wehtun. Nö, nee, wie man möchte, Mika, wie man möchte. Ich sag mal, jetzt ohne große Regeln. Es kann jemand Erstes, es kann jemand anderes Zweite Liga nehmen. Irgendwann steigt man ja auch. Hansa. Oh, Esposito. Wie machen wir es nur? Elias aber ins Zentrum. Und der gute Hamza nach links. Hunger. Ja, Bübchen, ich habe hier schön Pommes rot-weiß, ne? Also wenn du neidisch bist. Lass es gerne sagen. Malmö. Ja. Ja. Du musst, wenn dann Malmölinski, dann passt's. Dann hast du wenigstens einen polnischen Namen gefühlt. Ein Döner? Okay. Ich wäre neidisch, wenn ich nicht vorhin noch schön Pizza und Gyrosteller gegessen hätte. Lusso in die Mitte, komm. Yes! Abstaubertor, Entscheidung. Naja, auch klar, Luca. Ja, irgendwann November, Dezember, Januar. Nee. Bei uns ist Freitag immer Griechentag, dann bestellen wir immer was. Deswegen ist sogar noch ein bisschen was übrig hier bei uns. Ihr könnt nennen, was ihr wollt. Ich werde nicht neidisch sein. Bei 2 aber abseits. Schon das Spiel gedreht. Wir haben ein bisschen aufgezogen, habt ihr gesehen. Mehr Tempo. Nicht mehr so geduldig, kreativer gespielt. Auf die Außen. Sollte der Keeper direkt die Bälle weg abwerfen. Allgemein ein bisschen mehr Tempo reinbringen ins Spiel. Mal mit Itch. Das stimmt. Einfach alles mit Itch. Passt nach Frankfurt. So, das war jetzt natürlich ein Meilenstein in der Gruppenphase. 7 Punkte. 4 Punkte vor ManU. Eigentlich muss man sagen, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, jetzt das vierte Spiel gegen ManU auch, dann haben wir es geschafft. Burger mit extra Käse und warmes Brot. Auch lecker, ja. Ja. Gucken wir mal. Das Fohlen-Derby und danach auswärts Augsburg. Auch nicht so einfach. Auch nicht so einfach. Wieder ein paar Emojis hier in den Chat posten. Komm Leute, spammt mal ein bisschen den Chat voll hier mit Emojis. Ich liebe das. Gerne auch die, die kein Sub sind, können auch andere Emojis reinposten.
Also ich würde so gerne einfach das hier freischalten, ne? Diesen hier. Und immer wenn ein Tor fällt oder ich mich freue, kann man das hier so posten. Ja, Mann. Oder? Finde ich passt ganz gut. Sonntag gibt es Currywurst mit Pommes rot-weiß im Stadion. Sehr gut. Was ich immer liebe im Dortmunder Stadion ist Hotdog. Weil das Geile ist, man kann jetzt immer Röstzwiebeln so viele reintun, wie man will. Und ich tue mir immer so viel rein, das sieht am Ende aus wie Röstzwiebeln mit einem Hotdog. Ah, ist der Westwell auch im neuen Vertrag? Aber klar, so eine Bockwurst im Brötchen mit schön viel Ketchup und Senf, auch gut. Currywurst habe ich da noch nie gegessen. Warte, will der immer noch einen neuen Vertrag, der Thomas? Nee, ne? Das Gespräch hat, glaube ich, gereicht. So. Und wie lange bist du bei deiner Schwester, Mika? So ein Sandwich. Sandwich geht auch immer. Mit einem Sandwich-Maker oder ohne? Ja, du bist immer noch draußen. 2 Tage, 3 Tage, komm, dann kannst du rein. Ja, bitte. Jetzt müsste man Millionär oder Milliardär sein. Einfach jemanden rufen, der den Sandwich macht. Ich muss sagen, 1 Tor, 4 Vorlagen. Hey. Ah ja, stimmt, ich glaube in der Club-WM. Lucio soll ja spielen. Und dann nehmen wir mal Temis als Mesala. Und Demir. Ne, Demir ist auch ein bisschen platt. Remy auch. Och, Mann. Simon Kruten Halbzeit. Komm, wieder Simon Kruten Halbzeit. 13 Uhr. Machst den Intervallfasten. Ich glaube, wo man nur 6 Stunden isst am Tag und danach nichts mehr. Klar, Mika, hätte ich nichts gegen. Klar. Wenn du mal Karten besorgen kannst, ne? Dann hast du auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall Ehre und ich komme gerne mit. Ich habe gesagt, irgendwann, wenn das Stadion wieder voll sein darf, also wirklich 100% Auslastung, werde ich wieder versuchen, mir ein Ticket zu holen. Egal für welche Partie. Das ist mir eigentlich komplett egal. Montag, ah, sehr gut. Februar, Paris, schauen. Ein Ligaspiel oder eine Ligue? Ich kann es nicht aussprechen. Ich finde eher Ligue 2 einfacher als Ligue 1. Das war wirklich eine langweilige erste Hälfte ohne jeglichen Schuss von uns selbst. Da sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Power mal reinholen. Zack. Erling. Du hier rein. Und Seydou für Mendes. Gegen Straßburg. Oh, okay. Ah, du kommst aus Straßburg, cool. Spielen die dann in Paris oder in Straßburg? Weil Straßburg wäre dann ja gar nicht mal so weit aus. Also wäre ja eigentlich näher, ne? Hast also deine Kontakte? Ja, wir hatten auch schon mal 2 Mal Tickets bekommen, weil wir haben ja einen Supermarkt und es gibt eine polnische Firma, die Piroggen herstellt. Polnische Piroggen. Die heißt in Deutschland anders als original in Polen. Gut, den mir verletzt, super. Und die sind halt auch ein kleiner Sponsor vom BVB. Die heißen Krupinski. Und die haben uns mal 2 Tickets, 2 mal VIP-Tickets gegeben. Also 2 mal 2 VIP-Tickets. War ganz cool. Konnte man sich schön vollfressen vor der Partie. Und dann schön auf angenehmen Stühlen das Spiel gucken. Hatte was. Antonio! Wichtig. Wichtig in der 83. In Straßburg ist jetzt 2 Stunden. Super. Da kannst du allgemein viel häufiger mal so Spiel dort gucken. Verpackung, dort kommt nur Dreck auf. Bübchen, du bist allgemein jetzt so Fußballfan? Ich dachte jetzt wirklich nur so
ganz gering. Ja gut, das ist ja extra so bei FIFA, ne? Ist ja jetzt nichts Neues. Ach, du liebst Fußball, ja cool. Cool. Na, weil du immer sagst, du verstehst den Football Manager gar nicht. Ja gut, aber kann man ja auch nicht so wirklich vergleichen, ne? Sind ja wirklich komplett verschiedene Vereine. 4 Partien, da machen wir heute noch Augsburg und morgen dann die 3 Partien. Genau. Augsburg. Ihr wisst ja, meine lieben YouTube-Zuschauer, ich verwöhne euch sehr gerne in der letzten Saison mit schönen langen Folgen. Und ich sag mal so, wenn die Folgen zu lang für euch sind, ist es ja, zu lang gibt's nicht. Man kann ja einfach pausieren und dann am nächsten Tag weiter gucken oder wie auch immer. Ein Bübchen, zockst du auf Konsole, also auf der PS4 oder PS5 FIFA? Schmackosens, PS4. Ja, wenn du magst, kannst du mich auch gerne adden. Wenn ich irgendwann mal FIFA haben sollte oder du vielleicht Pro Evolution Zocker holen wirst, wird ja umsonst sein, also testen kann man es ja. Dann können wir gerne gegeneinander zocken. Auch vielleicht gegen Mika. Hätte ich auch Bock. So ein paar Runden gegen ein paar Zuschauer zu spielen und euch mal so richtig fertig zu machen. Das tut weh. In dem Laden hast du gesehen, dass das da eine PS5 war. Glückspilz und natürlich Pechvogel. Zugleich. Maximal 45 Minuten. Kriegt ihr auf jeden Fall die 45. Mediamarkt. Uiuiui. Ich versuche wirklich seit Anfang an. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ne, aber ich dachte mir jetzt einmal, komm, diesmal musst du nicht vorbestellen. Sparst du erstmal das Geld langsam und dann holst du es dir. Und natürlich gibt es jetzt die größten Probleme bei der Produktion. Und ich denke mir so, really? Ach, wegen Ultimate Team, ne? Stimmt. Ich dachte mir, wie kannst du in einer Mannschaft 4-mal, 5-mal denselben Spieler haben? Ich war gerade ganz schön verwirrt. Boah, dieses Haar hier, ne? Komm. Damit. Das wird euch bestimmt aggressiv machen, oder? Das wird euch jetzt aggressiv machen. Remy 1-0. Ja? Macht euch das aggressiv, wenn hier so ein Haar steht? Jetzt gehe ich. Ja gut, ich kann das auch selbst nicht sehen. Ich hasse einfach meine Haare, ne? Wenn die zu lang werden. Ich sag ja, ich habe so einen Kanisterkopf, ne? Dann sieht das an den Seiten immer so aus und ich krieg oben teilweise die Haare nicht richtig runter. Außer es tut 10 Tonnen Haarspray rein. Ich müsste eigentlich alle 3 Wochen zum Friseur, aber das ist mir ein bisschen zu teuer. Oh ja, Mika. Glatze. Oh nee. Und wenn ich es Glatze habe, ne, dann würde ich aussehen wie diese Ultras in den polnischen Staaten, die man sich vorstellt. Darauf habe ich keinen Bock. Einige würden sagen, würde mir stehen. Ich würde aber aggressiv aussehen. Nee, bin ich so der Fan. Bin ich nicht ganz so der Fan von. Ja, guck mal, das geht nicht runter. Aber das ist schon mal besser, ne? Früher war es ja in den letzten Jahren in der Schule richtig schlimm, da mussten meine Haare immer perfekt sein. Das heißt, nicht alle komplett letzten Jahre, ne? So die letzten 1-2 Jahre war es da eher gechillt, aber es gab eine Zeit, so 2 bis 4 Jahre, da es durfte kein Haar falsch stehen, immer schön kämmen, immer in die richtige Richtung.
Jetzt denke ich mir so, scheiß drauf. Sehr gut. Jetzt kann ich Remy rausdrücken. Jetzt bin ich da wirklich viel, viel angenehmer geworden. Also entspannter. Ja, klar. Natürlich wird das gestreamt, egal. Was wird denn passieren, wenn es nicht gestreamt wird? Dreimal 99er Kante, okay. Siehst du gerade so viele Packs? Hast du sein Haus verkauft und da rein investiert? Gut, gut. Schön auf Espositor. Hm. Achso, okay. Nur mal mit Coins. Das geht ja noch. Also Bübchen, wenn du Bock hast, ne, hier nochmal kurz mein PSN, meine PSN-ID, wenn du Bock hast, kannst du mich adden. Die paar Millionen. Ja, ich bin überhaupt nicht so im Ultimate-Team-Thema drin. Ich habe immer mal ein paar Spiele gemacht, so ein paar Karten gekauft, aber das war mir irgendwie, weiß nicht, hat mich nicht so ab mitgenommen. Es positiv. Das haben wir immer zu viel Hardcore immer auf dem Markt ist. Kaufen, verkaufen, traden, hier, dies, das. Jemand kaufen und dann versuchen für 0,001% Gewinn zu verkaufen. Nee. Also bei den Hardcore-Leuten. Ich war eher so, ja, ich ziehe mal eine Karte. Oh cool. Der hat 85. Stellen wir links auf. Ja. Gute Mannschaft, machen wir ein Spiel. Fertig. So, das war wirklich sehr souverän gegen Augsburg, muss ich sagen. Augsburg. Und morgen geht es dann weiter mit den letzten drei Partien. Bis zur Länderspielpause, ne? Nicht der Saison. Auf Twitcherinski geht es natürlich immer noch weiterinski. Ich hoffe, ihr seid auch wieder so fleißig dabei wie bislang auch. Genießt nochmal diesen FM, bevor es dann bald ja losgeht mit dem 22er. Macht's gut, bis dann.